Ab Januar heißt Hartz IV nicht mehr Hartz IV, sondern Bürgergeld. Neben dem neuen Namen gibt es noch weitere Änderungen. Zum 1. Januar soll der Regelsatz von derzeit 449 Euro auf 502 Euro steigen. Im ersten halben Jahr der sogenannten Vertrauenszeit drohen den Arbeitssuchenden so gut wie gar keine Sanktionen. Nach Ablauf dieser Zeit gibt es Leistungskürzungen, wenn sich die Bürgergeldbezieher nicht um eine angebotene Stelle bewerben. Einschnitte bei den Kosten der Unterkunft sind allerdings ausgeschlossen. In den ersten beiden Jahren überprüfen Jobcenter nicht, ob eine Wohnung angemessen ist. Außerdem dürfen Bürgergeldbezieher in dieser Zeit 60.000 Euro besitzen, die unangetastet bleiben. Das langfristige Schonvermögen wird auf 15.000 Euro erhöht. Schüler aus Familien, die Bürgergeld beziehen, sollen ihr Einkommen künftig komplett behalten können. Auch für andere Leistungsbezieher wird der Freibetrag erhöht.